on her way. Ach, die she kennen spoke wir. To your mother, who took responsibility for the church fire. She says a lot. Who cares? You don't have any proof. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey. It's not up to me, kid. Listen. Aussage gegen Aussage. I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things worse. It wasn't my fault. All I did was try to survive. Yeah, I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? Weil die mich verurteilt hätte. No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Good news is, your brother's too young to be prosecuted. He'll end up with your grandparents, if they want him. But you're facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. Ist nicht das Ende. What I don't get is how two kids can destroy so much stuff. I mean, anywhere you went. Es muss doch einen Weg zum Ausbrechen geben. Seriously. Aber dann sind wir wieder auf halber Strecke und kommen. Ist das hier noch rausgehen? Those were just random accidents. Yeah, it's crazy, but it just happens around us. Can't explain it. Uh-huh. Listen. Once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Whoa! What is that? Sir? I don't think you should... Keep your ass in that seat. Daniel? Sean! Daniel! You okay? How do you feel? I'm okay. Just a little headache. Hold on. Dude, oh, gotta go. Ja, wir müssen los. Schnell raus hier. Wo kommst du her? Is he okay? Ist doch wurscht. Raus hier. I wanted to rescue you. Raus hier. I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Weg hier. Seid ihr schon am Arsch? Wo geht's lang? Wir müssen raus hier. Okay, hands up. Oh, shit. Oh, scheiße. Do not move. Wait. Daniel. Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick. Und das ist Stuhl. We gotta find something to stop him. The chair. They're dangerous! Be careful! Crush them. Now. No! I don't want to kill them! No choice. Do it. But... Now, Daniel! Okay. Okay, stop! Das wollte ich nicht. I said... Dem ist ein Sith Lord. I didn't want to hurt anybody anymore. You saved us. Komm mit. You had no choice. Now. So ein Fehler. Let's bail. Raus hier. Ich schlafe nur. Sean, I think our things are in there. Kein Zeit. Es kommt Verstärkung, meine Fresse. Keine Zeit. Ich muss noch mehr töten. Don't move. I'll be right back. Okay, but be quick. Ja, Mann.
Gewehr. After this, you're not gonna hunt shit anymore. They must really feel threatened to put so much effort into this. Okay, können wir nicht nehmen, das Gewehr. Okay, schnell raus hier. Was machst du, Spiegel? Raus. Da ist die Tür. Raus. Daniel, mach auf. Take it out, Daniel. Auto schnappen und los. Tut's leid, dass wir die nicht mitgenommen haben. Die anderen, die. Tut mir sehr leid, aber. Egoismus und so. Ab zur Mauer. Sind wir hoffentlich noch in der Nähe. Das Auto wird's noch schaffen, oder? Mexiko. Raus hier. No, nobody is chasing us. Noch nicht. Genau das, was er sagt. Puh. Gut entkommen. Das wissen wir. Ja, hier können wir doch nicht bleiben. We got nowhere else to go. Daniel. Sean. It's the 4th of July. Our first one without Dad. Das werden wir drüben feiern. You're right. Remember how he was so in the fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He was so corny. He said he was proud to live in this country. Jetzt einfach durchfahren durch die Mauer. Das Loch müsste ja noch da sein. Das werden sie nicht repariert haben. Shit. Au, shit. Nu? Als ob die das repariert haben. Sean, what are we gonna do? Sean. Nächstes Loch. Oh, Scheiße. Scheiße. Einfach durchfahren. Und Seite werden sie uns nicht. Nein. You know that day? In Seattle? Date Dad was shot. I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. Kann das doch nicht enden. Wir hätten durch die Mauer durchlaufen können, dass wir die Chance hatten. Scheiß auf das Auto. Woher ist, dass wir das nicht getan haben? Wir wären drüben gewesen. Ich verdumme.
be smart like you already are. I don't want to be separated. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. I hate promises. Sean, I'll try. This is not a trap. You can trust me. Please, get out of the car. Come on. There's no way out. Haben wir irgendeine andere Alternative, als uns gefangen zu nehmen oder erschossen zu werden? Mir fällt gerade wirklich keiner ein. Als ob das möglich ist. Und wenn wir weiter erschossen. Und die Stellen. Auf gar keinen Fall. Grenze überqueren. Dabei wird einer drauf gehen, wenn nicht beide. Daniel kann in Sicherheit sein. Wir werden es bis zum Tode absitzen. Wir werden dann nicht mehr lebend rauskommen aus dem Knast. Ist jetzt auch wieder so ein bisschen egoistisch, aber oh Mann. Ich weiß nicht, wie die Lösung aussehen soll. Benutzt seine Kraft und springt alles zur Seite. Dann wäre das Idealste. Wenn das nicht schafft, werden wir alle erschossen. Steht ein Daniels Power dazwischen, also das ist. Ich hoffe auf das Beste. They make it to the other side. What? You sure? Trust me, okay? Just get us through. Hold on tight. Das wird nicht mehr das schwarze Kommando. I hope you'll be happy in Mexico. Nein. Wie euch. Er kommt frei, das ist zu jung zum verhaftet werden. Werd glücklich mit Captain Spirit und den Großeltern. Daniel. Lebe ein tolles Leben mit deinem Freund. Ich glaube, das ist so ziemlich die beste Möglichkeit. Ja, genau. Er bei seinen Großeltern mit Captain Spirit. Willkommen zu Hause, Daniel. Und wir in Mexiko.
Ich könnte mir kein besseres Ende vorstellen. Doch wenn sie gemeinsam wären, gemeinsam in Mexiko. Aber unter den Bedingungen, die waren, sehe ich kein besseres Ende. Na, sieht er mit seinem Freund gemeinsam. Busarbeits. Bus entglitt Tragödie am See, dank Wunder. Ah, Daniel verwirkt seine Wunder. Entfundung vom Biberkrieg reichen Petition für Reparatur der Straße am See ein. Na, das ist doch schön zu hören. Future. Und was ist mit John? Sechs Jahre nach den Ereignissen an der Grenze. Was ist mit John? Hat der ein gutes Leben in Mexiko gefunden? Er ist auf der anderen Seite. Oh, der ist schon ganz großer, Daniel. Oh, eine Fußfessel. Dass man kein zufriedenes Leben ist. Der ist doch glücklich aufgewachsen. Die Omi kann, die spricht nochmal mit der Mom. Daniel. Also Daniel, das ist von John wahrscheinlich, oder? Sieh doch in die Postkarten. Och, sag nicht. Ah, das ist doch. In Mexiko mit. Jetzt tut nicht so, als ob Daniel die Hauptfigur gewesen wäre. Und zeigt, was mit Sean passiert ist. Das haben sie das ganze Spiel über getan, so getan, als wäre Daniel der Hauptfigur. Erzählt doch mal, was mit Sean passiert ist. Sean's Geschichte nach der Grenze. Wir sehen es jetzt aus den Bildern irgendwie ein bisschen, aber... Zeig mir schon noch mal. Entwurf war das.
Life is Strange 2 Episode 5 Wolves. Was wir? Ja, gut. Okay, schade, sehr schade, dass man da nicht noch Bilder von Sean gezeigt hat. Wie er sein Leben in Mexiko aufbaut. Scheinbar jetzt hier mit. Scheinbar glücklich, wenn sie der Cassidy ist mit rübergekommen. Der ist nach Mexiko geschafft. Der ist auch mit rübergekommen. War ja nicht auf der Flucht. In gewisser Weise auch irgendwie schon. Das ist ja auch nicht ganz. Ist auch vom Gesetz irgendwie ein bisschen auf der Flucht. Da haben sie wohl drüben. Da hat er wohl drüben ein gutes Leben gefunden. Ich finde, das ist doch eigentlich. Ist doch eigentlich auch für. Es ist auch. Gerade für alle, die sich gesagt haben, es ist. Ich habe mir auch. Ich habe doch gesagt, es ist. Einerseits für alle, die den Daniel nicht mochten, den gehasst haben. Das ist für, ich sage mir auch, das ist besser, da muss er sich nicht um. Scheinbar hatten die da drüben jemanden. Der hätte den ständig Vater sein müssen, für immer jetzt sich um Daniel kümmern müssen. So ist halt wirklich. Also ich finde, das ist das beste Ending, was man sich vorstellen könnte. Ich schneide euch wahrscheinlich jetzt noch aus anderen. Ich hol mir wieder ein Walkthrough und schneide euch noch damit. Schneide euch da noch Endings, die anderen Endings rein, die es sogar gab, zu gegeben hätte. Aber. Ich bin mit dem Ende zufrieden. Daniel bei den Großeltern konnte mit seinem Held, mit dem Captain Spirit aufwachsen, hatte einen ordentlichen Freund. Da konnte auch, in dieser Nachbarschaft konnte er auch endlich seine Kraft ausleben. Das ist das, die Eltern und die Großeltern wussten das. Die Mutter kam wohl auch vorbei, ab und zu mal. Nachbarsjunge hat dann eine ganz idyllische Stadt, da hat er auch seine Heldentaten verbracht, den Schulbus gerettet hat er. Was will man mehr? Sean auch in Sicherheit drüben, da wird er nicht mehr verhaftet für seine Straftaten in Amerika. Ja. Ich muss wirklich sagen, das Spiel, dafür, dass mir vorher so viel gesagt wurde von Daniel ist böse, Daniel ist schlecht, den wirst du hassen und so weiter. Ja, es gab an den ein oder anderen Stellen, es gab Momente, wo es wirklich ein bisschen, wo es nervig war, wo es ein bisschen, wo ich so ein bisschen gehasst habe ich den nicht, nee. Das ist. Manchmal sagt man sich so ein bisschen, ja, der ist neun, der kann schon selbst denken, der hat schon so ein bisschen. Ja, das mit der Sekte fand ich ein bisschen schwach. Das war ein bisschen, dass er sich von der verführen lässt. Kann man so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen gerechtfertigt für mich mit der Sache, dass er das halt so ein bisschen. Das erste Mal so ein bisschen. Dass er was Wertvolles ist, dass er, wir haben die ganze Zeit gesagt als Bruder, unterdrück deine Kraft, mach nichts damit, zeig das nicht der Welt und jetzt auf einmal darf was zeigen und ausleben. Auf einmal ist er anerkannt und wir haben ihn die ganze Zeit als kleiner Bruder behandelt und auf einmal ist er der Heilige und der ist das die. Denn die Hirnwäsche natürlich auf ihn ordentlich angeschlagen. Kann man so sehen. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwach. Die meisten Leute wird es wahrscheinlich bei dem Camp aufgeregt haben, mit den Leuten dort. Das ist
weil Daniel dort früher ins Bett schlafen gehen wollte und dann war das blöd, dass wir nicht mitgekommen sind, so. Aber das ist da. Da habe ich dann einfach gesagt, ja, lass den einfach mal. Man muss auch da mal lernen, in diesem Spiel einfach mal als Sean zu sagen, ja, ist gut, Daniel, lass gut sein. Das ist, jetzt gehe ich meinen Weg und du deinen Weg, dass man da so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ja, wie man mit Kindern umgehen muss, mit man mit kleinen Kindern, was man mit kleinen Kindern machen muss, wenn die sich immer auf einen, muss man auch manchmal so ein bisschen, nicht das Arschloch sein, aber auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen sagen, nicht bei jedem, nicht jedes Mal, wenn das Kind was schreit, dass es, ich will, das ist nicht immer alles geben, sondern auch mal sagen, ja, jetzt, du hattest, du, das ist, jetzt ist gut, das ist, du durftest, jetzt gibt es hier auch noch andere Menschen. Das Kind mal lernt, es gibt auch andere mit anderem Leben und Papa Sean hat auch eigene, gerade in dem Alter, Sean war ja auch, wie alt war der, 12, 13, vielleicht 16 war, wenn es hochkommt, hast du mir nicht gemerkt. Und war nicht wesentlich älter. 14 vielleicht, 15 in dem Alter irgendwo, in dem Dreh. Hat er das Recht, der hat schon auf jeden Fall, da ist auch komplett zu gerechtfertigt, wenn der mal sagt, nee, da muss man sich als Spieler auch nicht selbst übel nehmen, muss man sich nicht selbst traurig darüber sein, wenn man mal sagt, nee, ich ziehe jetzt noch mit den anderen Großen am Feuer und will dann immer noch ein bisschen, ich lasse mir jetzt ein Tattoo stechen, lasse mir eine Frisur machen, das ist, ich lebe ein bisschen mein eigenes Leben. Dass der Daniel sich da ein bisschen stur gestellt hat manchmal und gesagt hat, du hast dich nicht um mich gekümmert. Das ist ja so ein bisschen, ja, das kann man ein bisschen so sehen, aber ey, das ist, ja, muss man halt irgendwie einen Fick drauf geben, sehe ich so. Muss man halt sagen, ja, kannst du jetzt böse sein auf mich? Das ist halt, sorry, ich habe ein eigenes Leben. Das ist halt, dass man nicht immer sagt, nee, ich habe mein eigenes Leben, dass man auch manchmal so ein bisschen auf ihn achtet. Ich finde, das habe ich ganz gut gemacht in diesem Spiel. Also ich finde, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Ich finde es so, die Waage zu finden und das so den Ausgleich zu schaffen, so ein bisschen, also als Vaterfigur, die schon ja war, so dass immer ich geht auch nicht, sondern muss man auch mal ein bisschen auf den Daniel gucken, aber so die Waage halten, dass auch das Kind mal lernt, gibt nicht nur mich im Leben, gibt auch andere, muss es früher oder später sowieso sein, ob das ihm jetzt mal bei Sean und Danny gesagt, wenn das ihm jetzt, es braucht dann Leben. Später, wenn er erwachsen ist, geht es auch nicht immer nur um dich. Das ist Daniel als, also Sean als Vaterfigur, das ist die Job des, das ist der Job des Vaters, ein Kind beizubringen. Du bist geliebt von uns, aber wir geben dich als Sohn, wir geben dir auch was, aber du bist nicht der Nabel der Welt. Es gibt auch mal ein die anderen. Und nicht nur mal ich, sondern auch die anderen. Ja, ich hoffe, es ist halbwegs verständlich rübergekommen, was ich sagen wollte. Insofern kann ich auch das den Kritikpunkt, den ich gehört habe, raushauen. Das ist, kann ich da. Ich finde das Spiel komplett. Es ist ein gutes Spiel.
auch nicht der schlechteste Teil der Saga, auch nicht der schlechteste. Das ist. Ich finde, verglichen mit Life is Strange Before the Storm, muss ich wirklich sagen, Life is Strange Before the Storm hat mich mehr enttäuscht. Life is Strange Before the Storm, da hatte ich ein paar. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Alternativstory gewünscht, so ein bisschen, dass das noch so ein bisschen reingeht Richtung Life is Strange 1, dass das nicht nur die Vorgeschichte ist, sondern auch so ein bisschen noch andere Perspektiven aus Teil 1 zeigt, so ein bisschen, dass wir die Max nochmal sehen können. Es war so, es ist Life is Strange Before the Storm. Würde ich insgesamt als schlechter einordnen. Was auch nicht heißt, dass Life is Strange Before the Storm schlecht ist. Ist auch immer noch sehr gut. Schlechter, also schlechtestes Spiel in dieser Reihe heißt immer noch unglaublich gut. Das ist. Versteht ihr, was ich meine? Schlechtestes Spiel in der Life is Strange Reihe ist immer noch 5 von 5. Das ist halt einfach 10 von 10. Es ist. Versteht ihr, was. Life is Strange ist awesome. Life is Strange ist. Das ist. Ja, es war nicht mehr. Es ist. Man hatte aber genügend. Man hatte nicht genügend. Ein paar Anspielungen gab's. Zwischendurch in den Zeitungen gab es mal ein bisschen was. Das zerwüstete. Okay, den haben wir gesehen. Am Ende haben wir nochmal den Stiefarsch nochmal getroffen. Auch ganz schön. Ja, mein Lieblingskapitel war eindeutig das Camp-Level. Das mit. Das, wo die ganzen Leute Cassidy und Finn und Jacob und getroffen haben. Das war echt eine tolle Sache. Auch wenn es da durch und drauf und drüber ging, war eher ein ruhigeres Level bis zum Ende. Am Ende war es dann noch ein bisschen. Ging es dann noch ein bisschen ab. Das Level danach hat mich echt geschafft. Da haben wir die Rassisten-Schweine am Anfang auf der Straße, die uns da im Auto verkloppt haben. Und dann das in der Kirche. Das Kapitel hat mich echt geschafft. Und jetzt das letzte Kapitel. Also im zweiten Kapitel hatten wir das mit die wenn ich mich richtig dran erinnere, das mit. Also das erste Kapitel war die Flucht von der Unfall an der wo dann, und der Mord an dem Vater von den Polizisten. Und dann die Flucht durch den Wald, da haben wir am See dort unter dem König Löwenstein geschlafen. Also so er das erste Mal seine Kräfte ein bisschen eingesetzt. Dann war das mit der Tankstelle, wo wir von dem Rassisten eingesperrt wurden. Ach, Menschen hier. Dieses Spiel ist halt einfach. Es zeigt halt, wie schrecklich Menschen sein können. Wie gut und wie schrecklich Menschen sein können. Es gab auch viele gute Menschen hier in dem Spiel. Dann gab es in Teil 1 noch die Sache mit dem. Der Name fällt mir wieder nicht ein. Der Großartige, der uns aufgesammelt von der Tankstelle hat und uns dann bis ans. Dann haben wir Arcadia Bay gesehen, die Trümmer davon. Und hat uns ein Hotelzimmer gebucht und dann. Dann wurde den hier noch wütend, weil er gesehen hat, dass sein Vater tot ist und wir haben es ihm verheimlicht. Besser dort als irgendwo in der Wildnis. Teil 2 war dann die Richtung, der Weg Richtung. Da war es noch dieses eine Haus, wo wir drin gelebt haben eine Weile. Wo der kleine Trüffel gestorben ist. Das war traurig. Dann also zwischen Teil 1 und Teil 2 habe ich noch, zwischen Episode 1 und Teil 2 habe ich noch Captain Spirit gespielt. Da gab es ein einzelnes Spiel dazu, das war noch sozusagen sechstes Kapitel, ein Bonuskapitel sozusagen dazu dann noch. Das war auch nicht ganz schlecht. Aus seiner Perspektive noch so ein bisschen seine Abenteuer mit den Monstern zu sehen. Habe ich auch so veröffentlicht. In der Playlist wird es jetzt wahrscheinlich hinten dran stecken. Teil 2 war ganz im Sinne von
von Mutti, also von Oma und Opa treffen uns da. Captain Spirit noch ein bisschen. Da war die Weihnachtsmarktgeschichte ein bisschen eine Sache. Habe ich drüber geflucht, auch in der Aufnahme. So ein bisschen unlogisch. Wir sind jetzt hier auf der Fluchtrolle, Polizei, los, lass uns ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt gehen und shoppen. Das ist, dass die da keiner entdeckt hat. Dann wurden sie dann später auch entdeckt. Dann kam das die Episode 3 mit dem, das ist die großartige Episode. Mit dem Camp. Mit den Leuten dort. Mit der Cannabis-Farm. Wollte ich in der Episode nicht sagen, weil es dort auch darum ging, dass die eventuell ihren Job dadurch verlieren und so weiter, und weil es da die Diskussion war. Aber echt. Wo wir gerade dabei sind, legalisiert die Scheiße. Cannabis, ja bitte. An der Stelle. Das war eine echt tolle Episode. Das Ende war, das war echt spannend. Das mit dem, die doofe Idee von dem Finn, der das dann dort eingebrochen. Das Camp, die Leute, die, das sind die Leute großartig, der Finn, die Cassidy. Fantastisch, fantastische Charaktere auch. Die Cassidy kommt bei mir jetzt ganz oben auf die Liste. Das ist bei mir mein Lieblingscharakter. Die Cassidy ist bei mir ganz oben mit dran. Oh, jetzt haben wir die Credits fast zu Ende. Wenn der Kapitel 4 war, dann... Das war dann hier der Ausbruch aus dem Krankenhaus. Und dann die Sache auf der Straße. Dann die Sache mit der Kirche. Ne, Kirche war das nächste. Was da war in Kapitel 4? Ja, Kapitel 4 war das mit der Kirche dann. Der Trucker, der uns mitgenommen hat, und dann die Kirche. Dort der Weg, der Wüstenspaziergang. Da haben wir die Mutter getroffen, der Mutter ein bisschen geredet. Dann sind dann geholfen, mit Jacob dort den zurückzuholen. Und Kapitel 5 haben wir jetzt gesehen. Erst mit dem kleinen Dorf dort, wo wir den Stiefarsch kennengelernt haben. Und dann über die Grenze. Oder auch nicht, gefangen genommen und dann durch die Wand durchbrechen. Und eine besondere Nachricht an die Fans: Das gesamte Life is Strange 2 Team möchte sich aus tiefstem Herzen für eine unglaubliche Unterstützung, Kunstwerke, Geschenke, Leidenschaft und Theorien bedanken. Und für eure Geduld, während wir diese Episoden erstellten. Wir warten auf stolze Roboter. Ja. Okay, du wolltest die Straßensperre durchbrechen und Danny hat sich geweigert. 28%. Du wolltest die Straßensperre durchbrechen und Danny hat zugestimmt. Ah, okay, das hätten wir noch kriegen können, wenn wir hier mit 31% haben das gemacht. Wenn wir uns besser angefreundet hätten, wenn wir besser im Verlauf des Spiels, wenn wir ihn besser auf unserer Seite hätten. Du wolltest dich stellen und Danny hat zugestimmt. Was haben wir Das haben die meisten gemacht. War ich auch kurz davor, weil ich dachte, die wären noch safe erschossen irgendwie auf dem Weg. Dann hat Danny einen Aussetzer und er weigert sich komplett und... Aber es ist doch... Da hast du wahrscheinlich noch drei andere Endings hier. Das ist wahrscheinlich nichts dann daran hier. Du würdest dich stellen, Danny hat sich geweigert. Der hätte wahrscheinlich... Der hätte das Steuer übernommen und wäre durchgerast. Dann wären wir erschossen worden. Danny hat es rüber geschafft. Das ist keine Ahnung, wie es... Ich schneide es euch nochmal rein, ein paar Endings, die ich noch finde. Du hast Daniel beigebracht, den Regeln der Gesellschaft bestmöglich zu folgen, um das ganze Spiel zu... Ja, das ist 1%. Das war meine Vaterrolle, da habe ich mal aufgepasst. Es wäre wahrscheinlich auch gegangen, irgendwie am Zaun dann noch lang irgendwie oder... Und nicht durch die Mauer zu brechen. Weiß ich nicht, ob das möglich war, aber... Ja... Danny beigebracht, zuerst an sich und seinen Bruder zu denken. Am 39%. Mhm. Keine weiteren Entscheidungen in dieser Episode. Aber es doch einige. Eigenschaft freigeschaltet. Heimwärts Eigenschaft geschaltet. Freigeschaltet Wolfsrudel. Ah, okay. Wir haben also die Eigenschaft sogar fürs Befreundetsein mit Daniel.
Okay, du hast dich geweigert an der Schatzsucht. Da gab es eine Schatzsuche? Oh no. Du hast dich auf die Schatzsuche begeben und das versteckte Souvenir gefunden. Ach du Schande. 90%. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Da gab es eine Schatzsuche bei dem Dings dort, wo hätte man länger bleiben sollen. Ich habe mich umgeguckt und dann. Das habe ich einfach übersehen. Das habe ich nicht böswillig nicht gemacht, sondern bin einfach weggegangen. Bist du Köln insgesamt näher gekommen? 81%. Hast du insgesamt deine Distanz zu Köln bewahrt? Ja, näher gekommen ist es. Du hast Köln eine persönliche Nachricht geschrieben. Ja, hast Köln eine fürsorgliche Nachricht geschrieben. 68%. Okay, ja, ich wollte so ein bisschen den Mittelweg nehmen, wollte jetzt nicht sagen, wir haben uns alle lieb, es war jetzt wieder gut, sondern ich wollte so ein bisschen sagen, ja, wir finden schon zueinander. Es ist eine halbherzige Nachricht, du hast keine Nachricht geschrieben, 14%. Okay, da bin ich doch hier im Mittel. Hast dich von Arthur und Stanley verabschiedet? Ja, warum nicht? Ich bin nochmal rumgegangen, habe mich bei allen verabschiedet. Du hast dich von Joan verabschiedet. Ja, es ist einmal rumgehen, wenn wir wissen, wir müssen weg, dann gibt es auch Leute, die direkt losgerannt sind und gesagt haben, yay, abhauen hier. Du hast Kevin zum Abschied umarmt. 3%. Was ist falsch mit euch, Leute? Was ist falsch? 3% der Leute. Kevin nicht umarmt. Ich bitte euch, selbst ist so dumm, kann man das doch nicht durchziehen, dass man da sagt. Du hast eingegriffen, um Diego in der Zelle zu beruhigen. Du hast dich nicht in den Streit eingemischt. Ja, ich hatte jetzt nicht wirklich das Bedürfnis da, mich einzumischen. Das ist, ich hatte nicht wirklich das, Diego zu schlichten. Das ist, die Rassisten, die sind ja gar nicht so schlimm, beruhig dich. Das war jetzt nicht so, da war ich selbst zu wütend für. Das DZ des Paars nicht geöffnet, das habe ich ein bisschen bereut. Hätten wir machen können, haben die meisten auch gemacht. Aber ja, es ist schnell raus, war die Devise. Du hast die Militanten nicht befreit. Was? In den Zellen der Militanten. Ach, so weit kommt es noch. 17%. Die noch zu befreien. Ganz edelmütig hier. Hoffentlich haben da auch, hoffentlich auch dann Peite. Das ist hoffentlich dann. Nur die Meditanten und das mexikanische Paar. Das ist. Boah. Dass die Meditanten nicht viel getan. Oh, das wäre noch möglich gewesen. Oh, schade. Rassistenschwein wehtun. Oh, nee, Spaß. Das wäre möglich gewesen mit Daniel. Du hast Daniel gebeten, die Polizisten zu töten, um aus dem Revier zu flüchten. Ja, das wäre. Du hast Daniel nicht gebeten, die Polizisten zu töten, um aus dem Revier zu flüchten. Hätten wir vielleicht irgendwie noch an. Ich hab's in dem Moment, ich wollte dann schnell hantieren und hab's nicht gesehen. Der wurde wegen dem Skorpion getadelt, hat ihn in Ruhe gelassen. Ah, okay, da habe ich die meisten. Wenn der weiter gequält. Ach, das war Qual. Ja, irgendwie schon. Okay, denn er hat Jones Skorpion mit deiner Hilfe gebaut. Ohne Hilfe, nach seinen Wünschen. Okay. Überrascht mich echt, wir haben jetzt wirklich das Achievement gekriegt, dass wir zusammen, das war, also Wolfsrudel, das war wirklich, dass wir zueinander gepasst haben. Also, seht ihr, diese Kritikpunkt, man muss immer alles machen, was Daniel sagt, und das ist halt, so ein Mittelweg zu finden, das bringt den dann auch nicht auseinander. Das ist halt, hätte wahrscheinlich am Ende noch ein bisschen mehr gebracht, hätte wahrscheinlich das Ending gebracht, dass wir dann sowas gemeinsam geschafft hätten durch die Mauer, dass wir das dann nicht ausgesprungen wäre, wenn wir alles nach ihm gemacht hätten. Aber ich meine, das ist doch eigentlich, sehe ich das nur so, dass das das perfekte Ending für die beiden. Er bei seinen Großeltern,
Was hätte das gebracht, wenn er mit nach Mexiko gekommen wäre? Denn er wäre doch in Mexiko nicht glücklich geworden. Das ist doch. So hat jetzt Sean mit seiner Cassidy ein tolles Leben dort und Daniel mit seinen Großeltern. Und das ist doch ein Traum. Und er hat sich wegen des Officer Campos Verletzung Sorgen gemacht. Okay. Ja, konnten wir es irgendwie beeinflussen. Das hätten wir nur wahrscheinlich durch unsere Verbindung und wir hätten es beeinflussen können, irgendwie, dass wir ihn verdorben haben. Den wurden nicht gebeten, die Zelle Meditanten zu öffnen. Warum sollte man die Arschliche befreien? Denn ihr musste nicht auf die Meditanten losgehen. Denn ihr war bereit, sie an Meditanten zu rechnen. 14%. Er hat sich geweigert. Okay. Denn er hat die Polizisten beim Verlassen des Reviers getötet. Ach, 39% an mir. Der hat die Polizisten bewusstlos geschlagen. Das war möglich. Ja gut. Das wäre vielleicht besser gewesen. Im Schrank eingesperrt. Ach du Schande. Er hat zwar gezwungen anzugreifen, weil die Polizisten euch zu nahe kamen. Ach, ich hätte sogar gar nicht. Ich hätte nichts. Ich habe mir gedacht, scheiße, die erschießen dich, wenn du zu lange drüber nachdenkst. 1%, Daniel war zögerlich, aber gezwungen, die Polizisten zu töten. Wir wurden nicht gebeten, die Polizisten zu töten. Ich bin da 1%, ich bin 1%. Ich bin damit dabei. Das ist bei den wenigen. Habt ihr wahrscheinlich fast exklusiv hier in diesem Let's Play. Habt ihr Exklusivinhalt? 1%, das hat kein anderer Let's Player. Das kommt fast hin. Das ist hier Exklusiv-Content. So sieht's aus. Gut, dann fortsetzen wir. Beenden wir das Spiel. Danke fürs Zuschauen. War mir eine Ehre, für euch Life is Strange 2 zu spielen. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gefallen wie mir. Vielen Dank fürs Spielen und dass ihr Sean und Danny auf ihre Reise begleitet habt. Och, was ein gutes Bild zum Ende hier. Immer Vater und Söhne zusammen hier im Haus. Ja. Danke, dass ihr euch gegeben habt. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ja, war noch 5 bzw. 6 mit Captain Spirit. Ganz schöne Episoden. Da war ich wirklich wieder mit dem Herzen mit dabei. Das war wirklich. Mir hat es echt Spaß gemacht. Schreibt mir ganz gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr. Jetzt vielleicht abschließend, habt ihr vielleicht schon bei den Parts, die dann einzeln kamen, geschrieben, aber jetzt abschließend könnt ihr mir noch ein kleines Feedback sagen, was ihr von dem fandet. Jetzt als kleines rückblickend auf alle 5, 6 Episoden. Und ja. Da haben wir jetzt Life is Strange 1, Life is Strange 2, Life is Strange Before the Storm in anderer Reihenfolge gespielt. Ja, eines Tages dann, wenn ich mich mal dazu überwinden kann, das auf Steam zu kaufen. Momentan sind mir
Ich gucke so mal in die Summer Sales rein. Momentan sind mir so ohne Summer Sale auf Steam ist mir das noch ein bisschen zu teuer. Das ist. Vielleicht kriege ich mal irgendwann, wenn es dann ein bisschen runtergesetzt ist, auf einen halbwegs vernünftigen Preis. Momentan bin ich auch selbst bei den Summer Sale Preisen noch ein bisschen am Grübeln. Ist dann so, ja, schon, aber. Versteht ihr, was ich meine? So. Irgendwann. Spielen wir mal Life is Strange 2 Colors. Das neueste der Reihe. Ich habe Life is Strange 2 Colors schon bei Gronkh gesehen. Das war das Let's Play, habe ich komplett bei ihm geguckt. Da gibt es jetzt auch noch die DLC dazu, wo ich mir schon spoilern habe lassen, dass da bei Life is Strange 4, dass man die, wo die Möglichkeit hat, die Chloe nochmal zu treffen oder so. Wenn ich das nicht falsch verstanden habe im DLC. Achtung, harter DLC-Spoiler. Ich habe ja gesagt, dass es Spoiler ist. Gut, dann irgendwann. Life is Strange 2 Colors bzw. Life is Strange 3. Oha. Ja, habt ihr noch einen angenehmen Tag, Mittag, Morgen, Abend, eine gute Nacht. Und das war schön. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Das wiederholt sich doch hier. Ja, haut rein, habt noch einen angenehmen Tag. Man sieht sich. Bis dahin, ciao.